Netflix, Streamingdienst, kennt fast jeder. Da schaut man sich Filme an und Serien übers Internet. Und das Unternehmen ist unglaublich schnell gewachsen, ist ein Geschäftsmodell, das jetzt auch die klassischen Sender, das klassische Fernsehen, richtig in Bedrängnis bringt, ganz ernsthaft, und war deswegen natürlich auch eine fantastische Aktie in den letzten Jahren. Und wir schauen uns heute an Chinas Netflix, ein chinesisches Unternehmen, börsennotiert, und fragen uns, wird das vielleicht auch so eine Erfolgsstory wie die Original-Netflix aus den USA? Und damit herzlich willkommen bei Zukunftsmärkte. Die Netflix-Aktie, die hat sich toll entwickelt, das ist ein toller Erfolg gewesen für Anleger. Wir schauen uns hier mal an 10-Jahres-Chart von der Nasdaq, der US-Technologiebörse. Und man sieht es vielleicht nicht ganz so gut, weil die Kursentwicklung nicht linear dargestellt ist. Aber vor 10 Jahren, da war die Aktie wert 5,28 $, und die war auch relativ volatil die Jahre danach, aber unterm Strich, sie hat sich natürlich sehr gut entwickelt, weil sie steht jetzt nämlich bei $340. Heißt, sie hat sich in 10 Jahren versechzigfacht, und das ist natürlich großartig. So einen Erfolg hätten wir alle ganz gern mal als Anleger. Und im Nachhinein, da sagt man natürlich auch schnell mal, ja klar, ist ein großartiges Unternehmen, großartiges Geschäftsmodell, das ist die Zukunft, beziehungsweise das wäre die Zukunft gewesen. Aber vor 10 Jahren, da war das noch nicht ganz so klar. Also Netflix war da ja auch in Anfängen, hat ja auch erstmal DVDs verschickt, zum Beispiel an die Abo-Kunden, und das mit dem Streaming, das ist dann erst so langsam gekommen, und das hat auch Geld gekostet, und Netflix hat auch immer wieder hohe Verluste ausgewiesen, und der Markt, der war auch nicht immer überzeugt. Also so leicht erkennbar war das vor 10, 15 Jahren nicht, aber auf der anderen Seite, sie hätten es vielleicht damals auch noch nicht erkennen müssen, weil es hätte auch gereicht, die Aktie 2017 noch zu kaufen, Anfang 2017, vor 2 Jahren, da war sie nämlich auch noch erst bei $132, und das wäre jetzt immer noch ein Kursgewinn gewesen von knapp 160%. Und da drängt sich für uns natürlich die Frage auf, sowas wie Netflix oder zumindest sowas in die Richtung, gibt es das denn vielleicht auch in China? Weil China hat 1,4 Milliarden Menschen, und viele davon sind ja wunderbar technologiebegeistert, also müsste sowas ja auch in China irgendwie funktionieren, und sowas müsste es ja auch irgendwie geben. Und so ist es auch. Es gibt ein Unternehmen, das ist auch börsennotiert, das ist auch an der Nasdaq, und das heißt IGE, also IQIYI. Ich habe es Ihnen aber unten auch noch mal in den Begleittext reingeschrieben, auch mit Wertpapierkennnummer. Also IGE, oder der Amerikaner, der sagt dann meistens einfach nur IQ, das ist nämlich das Börsenkürzel, und das klingt dann auch gleich noch viel intelligenter. Also IGE, sagen wir, ist gegründet worden von Baidu. Baidu ist in China das, was bei uns Google ist, also der große Suchdienst, die mächtige Internet-Suchmaschine in China. Und bei uns war es ja so, bei uns hat Google irgendwann mal YouTube gekauft. YouTube kennen Sie natürlich, sonst wären Sie ja nicht hier. Und so ähnlich war es mit Baidu. Baidu hat irgendwann mal IGE gegründet. Also IGE ist erstmal gar kein Streaming-Dienst, sondern eine Plattform für Videos. Und ich habe Ihnen da mal einen Screenshot gemacht, da auf der Seite einfach irgendwo das Angebot da rein, und da sieht man, das ist wie bei uns hier auf YouTube. Also jeder macht da irgendwas und lädt es dann hoch, und die Leute schauen sich es dann an, und das ist sehr beliebt. IGE hat jeden Monat in China 500 Millionen aktive Nutzer. Das sind ungefähr so viele Leute wie
in der EU leben. Und das Ganze ist dann auch erstmal umsonst. Also da verdient IGE nur mit Werbung erstmal. Und was IGE jetzt aber macht, man macht jetzt selber Filme und Serien, also hochwertige Inhalte zusätzlich noch, oder man kauft die auch ein und die zeigt man dann da auch auf der Plattform, zum Teil umsonst und zum Teil dann aber auch kostenpflichtig, also als Abo sozusagen. Und da zieht man dann die Leute in das Streaming-Abo rein. Und der Vorteil in der Konstruktion ist natürlich erstens, dass man Baidu hat, also die Suchmaschine, die schon mal ja viel Traffic auf die Seite bringt. Und positiv ist natürlich auch, dass die Plattform ohnehin schon so beliebt ist, also dass man da viele Besucher hat und die sehen dann eben auch die Serien und die Filme. Und wenn sie wollen, dann buchen sie eben noch ein kostenpflichtiges Streaming-Abo dazu. Es ist also kein Unternehmen, das man direkt mit Netflix vergleichen kann, sondern es ist eher eine Mischung aus Netflix und YouTube. Oder man kann auch sagen, wenn man wohlwollend ist, es ist Netflix und YouTube in einem. Und das Modell, so wie es ist, das läuft soweit ganz gut. Also die zahlenden Kunden, die sind im dritten Quartal gestiegen um 98%, haben sich also gegenüber dem Vorjahr verdoppelt und das sind jetzt 80 Millionen. Das heißt, IGE hat auf seinem Heimatmarkt in China jetzt schon mehr Abokunden als Netflix in den USA. Also nicht international, aber in den USA. Das nur zum Vergleich und das ist ja auch durchaus steigerungsfähig noch, weil China ist ja sehr groß. Und Baidu hat das Ganze dann auch an die Börse gebracht im März letztes Jahr. Und so ist es dann gelaufen bei IGE an der Nasdaq. Am Anfang Begeisterung, also ein starker Anstieg, Aktie hat sich fast verdreifacht, aber dann ab Juni starker Kursverfall plötzlich wieder. Und die hat sich dann gedrittelt in der Spitze. Und dafür gibt es auch Gründe, da kommen wir gleich dazu. Es muss aber nicht nur am Unternehmen liegen, am Unternehmen selber. Es ist ja auch ein Kursverlauf, den kennen wir ja von anderen chinesischen Aktien auch. Gerade chinesische Technologieaktien haben sich ja fast alle stark verbilligt in der zweiten Jahreshälfte 2018. Jetzt haben wir hier bei IGE wieder eine Erholung, aber das läuft im Grunde erst seit ein paar Wochen und vom Tief ist die Aktie jetzt auch nur 30, 35% gestiegen. Also immerhin natürlich ist schon was, aber Erholung hat erst leicht eingesetzt. Und übrigens, wer den Zukunftsmärkte-Report hat von uns, der kennt IGE schon seit November. Da haben wir die Aktien nämlich vorgestellt, zusammen mit noch fünf anderen Internetaktien aus China, die auch alle spannend sind und die hier auch alle nicht so bekannt sind. Und das können Sie lesen im Archiv, können Sie das nachlesen auf www.zukunfts-märkte.de. Die Reports von uns, das ist für die, die mehr wollen und mehr brauchen, mehr Empfehlungen, mehr Tipps, Hintergrundberichte auch. Und Sie sehen schon, das ist hier ein bisschen so wie bei IGE. Man schaut sich also einen Beitrag an, denkt sich nichts dabei und schon wird man reingelockt in irgendwas. Aber bei uns ist das natürlich ein bisschen anders, weil unsere Reports sind natürlich kostenlos und sie sind unverbindlich und man muss sich auch nur einmal anmelden auf www.zukunfts-märkte.de und der Link ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. So, warum also im Sommer dieser Kursrutsch bei IGE? Wie gesagt, hing schon vom Marktumfeld insgesamt auch stark ab. Also das Sentiment war sehr schlecht für chinesische Aktien, aber es hing auch ab vom Unternehmen selber. Also die Anleger waren am Anfang natürlich begeistert, aber dann hat man irgendwann mal gemerkt, die Expansion, dieses starke Wachstum, das ist auch teuer.
Wir hatten im dritten Quartal einen Gesamtumsatz von 1 Milliarde Dollar, also schon ganz ordentlich. Und davon waren Abo-Geschäft, Streaming-Geschäft 415 Millionen. Also noch nicht ganz die Hälfte, der Rest sind noch Werbeeinnahmen von der Plattform. Aber wir hatten zugleich einen Verlust und zwar von 450 Millionen Dollar, weil IGE gibt viel Geld aus für den Content, für die Serien, die sind hochwertig, das müssen sie auch sein und die sind teuer und das hat IGE auch immer gesagt, man muss da erstmal einiges investieren in die Inhalte. Das ist nicht wie in den USA oder in Europa, wo es schon eine Filmindustrie gibt seit 100 Jahren und wo es große Filmbibliotheken gibt, auf die man da zurückgreifen kann. Das, was man dem Publikum im China da jetzt anbieten will, das muss man zu einem großen Teil neu produzieren und das kostet eben Geld in der Qualität, in der man es haben will. Und dadurch war es dann eben im dritten Quartal auch so, dass der Verlust, der Quartalsverlust höher war als der Streaming-Umsatz zumindest. Nicht als der Gesamtumsatz, aber das, was über die Abo-Kunden als Umsatz reingekommen ist. Wahrscheinlich bleibt das nicht so, weil die Nutzerzahl natürlich hoffentlich noch steigen wird und damit die Kosten pro Nutzer zurückgehen werden. Die Kosten sollen auch insgesamt fallen und die Kostenquote, wenn man da auch mal jetzt einiges hat dann an Inhalten, aber so richtig die hohen Gewinne in den nächsten Jahren. Das ist erstmal nicht so wahrscheinlich, dass man die haben wird. Das ist ja auch nachvollziehbar, weil man die Inhalte braucht, die Premium-Inhalte. Das war bei Netflix auch nicht viel anders. Aber für die Investoren, für den Markt ist sowas natürlich immer schwierig. Also man hat zwar das Wachstum und man hat auch eine gewisse Perspektive, aber man hat eben gleichzeitig hohe Verluste und man ist sich nicht sicher, man kann sich nicht sicher sein, wird es mal anders und wird es besser und was kommt überhaupt in den nächsten Jahren. Bewertung, wie ist es mit der Bewertung? KGV gibt es natürlich nicht, IGE macht ja Verluste. Der Börsenwert, der ist jetzt bei 14,5 Milliarden Dollar, also es ist immer noch nicht so wenig, obwohl wir ja den Kursrutsch gehabt haben. Wir sind da jetzt ungefähr bei einem Zehntel von Netflix. Netflix hat einen Börsenwert von 150 Milliarden Dollar. Aber Netflix macht natürlich schon Gewinn zurzeit. Es ist nicht so besonders viel, aber es ist ein Gewinn. IGG im Gegensatz dazu, wie gesagt, macht Verluste. Bewertung je Kunde, da sind wir bei IGE bei 180 Dollar pro zahlenden Kunden. Das ist der Börsenwert pro zahlenden Kunde. Bei Netflix sind das schon über 1000 Dollar. Da ist jeder Kunde mit 1000 Dollar ungefähr bewertet. Und das ist durchaus ein Punkt hier im Vergleich für IGE, weil es ist zwar schon so, dass der Durchschnittschinese wahrscheinlich nicht so viel Geld ausgeben wird für Video-Streaming wie der Durchschnittsamerikaner oder der Durchschnittsdeutsche, aber IGE hat das natürlich auch in der Bewertung je Kunde berücksichtigt und IGE wächst dafür ja auch schneller. Also die Kundenbasis ist da auch durchaus ja noch ausbaubar. Wie sieht es mit der Wettbewerbssituation aus? Konkurrenten haben beide Unternehmen. Bei Netflix ist es vor allem Amazon und bei IGE in China, da ist es Tencent. Das ist auch durchaus ein mächtiger Konzern, aber IGE ist trotzdem Marktführer in China mit 40% Marktanteil im Streaming-Bereich. Und hinter IGE, wie gesagt, steht ja auch ein mächtiger Konzern, nämlich Baidu, der Mutterkonzern. Und sowas hat Netflix zum Beispiel nicht. Die müssen es ohne fremde Hilfe schaffen auf dem Markt, nach wie vor. Also Fazit, soll man die Aktie haben, ist IGE in Kauf und eventuell sogar ein Kursverdoppler. Die Frage ist nicht so leicht zu beantworten. Ich persönlich würde sagen, wenn IGE nicht so stark gefallen wäre 2018,
18, dann fände ich die Aktie wahrscheinlich wenig interessant, wenn die da noch auf dem Niveau von 40 Dollar wären. Dann hätte ich gesagt, das ist viel Hoffnung momentan, aber wenig Substanz. Das kann kaufen, wer will. Ich werde es nicht tun. Und die Aktie ist auch jetzt noch nach dem Kursverfall natürlich spekulativ. Das ist keine Frage. Aber ich habe schon das Gefühl, durch diese starke Kurskorrektur, dass sich da auch wieder was auftut, weil das Thema ist natürlich interessant und wir sind jetzt schon auf einem Niveau, wo man sagen muss, das ist nicht nur ein Hype und das ist auch nicht völlig unvernünftig. Wir haben natürlich ein erhöhtes Risiko, aber wir haben auf dem Niveau durchaus auch wieder Chancen. Also hier ist nochmal der Chart. Wir sind bei 20 Dollar jetzt ungefähr, Kursverdopplung zum Beispiel, da wären wir bei 40 Dollar, da hätten wir einen Börsenwert von 30 Milliarden Dollar. Dann, ich halte es momentan für übertrieben etwas, oder ich würde das für etwas übertrieben halten. Es ist aber nicht so, dass wir da nicht schon mal gewesen wären auf dem Niveau. Und es ist auch noch gar nicht so lang her. Und man kommt da möglicherweise auch durchaus noch mal hin oder vielleicht sogar drüber hinaus, wenn man sehen würde in ein paar Jahren, dass das Wachstum immer noch da ist und dass man zusätzlich dann auch die Kosten pro Nutzer im Lauf der Jahre in Griff bekommen haben. Aber die Analysten momentan, die sehen den Kurs oder das Kursziel momentan eher immer so bei 30 Dollar, 32 Dollar, was trotzdem natürlich noch vom Niveau aus, das wir jetzt haben, ein Anstieg wäre um 50%. Also da, wenn dann der Markt mitspielt natürlich und wenn die Entwicklung beim Unternehmen dann auch so läuft, wie wir uns das vorstellen. Aber die Story, eine gute Story, die haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal bei IGE. Und wer solche Aktien mag, wer damit auch zurechtkommt mit dem Risiko, wer sowas einschätzen kann und handeln kann, für den ist IGE mit Sicherheit momentan auf dem Niveau ganz interessant. Und es ist außerdem auch ein sehr schönes Beispiel dafür, dass bei chinesischen Aktien, die vor kurzem noch sehr hoch gehandelt worden sind, wegen der Perspektiven eben auch, dass da jetzt doch vieles eben auch wieder sehr günstig geworden ist. Zumindest in großen Teilen und in vielen Sektoren. Und das sollte man grundsätzlich eben auch auf dem Radar haben als Anleger, auch wenn wir jetzt wieder einige Negativmeldungen natürlich haben aus China. Bei uns geht es nächste Woche dann um Gold. Bei Gold ist es 2018 auch nicht so gut gelaufen, aber jetzt steigt Gold plötzlich wieder und zwar sehr stark. Und wir werden uns nächste Woche fragen, geht das so weiter? Kann das so weitergehen? Und warum steigt Gold überhaupt? Kündigt sich da was an? Eine Krise? Wenn ja, welche Art von Krise? Und ist Gold überhaupt ein Krisenschutz? Wann schützt uns Gold? Wann tut es das nicht? Gold schützt uns ja vor viel, aber es schützt uns nicht in jeder Situation, was natürlich auch viele Anleger leider gemerkt haben in den letzten Jahren. Ich würde mich freuen, wenn Sie bei unserem Goldbeitrag auch wieder dabei sind und damit Sie es nicht verpassen, anmelden hier beim Zukunftsmärkte-Kanal und dabei dann auch am besten gleich die Glocke drücken, dann kriegen Sie auf jeden Fall mit, wenn der Goldbeitrag dann taufrisch da ist. Bis dahin bleiben Sie dran an den Chancen. Wir bleiben auch dran. Viel Erfolg bei Ihren Recherchen noch weiterhin. Alles Gute Ihnen und vielen Dank, vielen herzlichen Dank wie immer fürs Zuschauen.